Komm, wir machen heute mal einen kleineren Unaufreger. Wir machen heute mal wieder ein bisschen. Es ist Zeit für High-Content, denn ich möchte mit euch was gucken, was ziemlich abgefahren ist. Ihr wisst, ich bin großer Hai-Fan, besonders vom weißen Hai, Carcharodon carcharias. Und ich habe ein Bild gesehen und da dachte ich im ersten Moment, holy fuck, was passiert hier? Ich zeig's euch. Los geht's. Das habe ich gesehen. So, ich habe mich jetzt auch noch nicht großartig irgendwie informiert, was da los ist oder so. Das machen wir gleich zusammen. Aber, ey, wenn du das so das erste Mal zugeschickt kriegst in den sozialen Medien, ist eine fette Nummer, fand ich. Da fragst du erstmal, was ist hier los? Habt ihr das schon gesehen? Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Bild von Rosie? Dieser Hai heißt wohl Rosie. Ja, ah ja, guck mal, der Chat schreibt das schon. Ihr kennt den schon wieder. Ihr wisst wieder mehr als ich. Kein Horrorfilm. Sieht aus wie im Horrorfilm. Der Hai ist natürlich nicht mehr lebendig, aber die Überschrift war sowas wie, als ich das geschickt bekommen habe, zurückgelassener Hai in ehemaligen Tiererlebnispark. So, der kann natürlich nicht mehr leben, weil wir schauen uns das nochmal in einem anderen Video an, dass man Haie oder weiße Haie kann man nicht in einem Aquarium halten. Das funktioniert nicht gut. Das hat man mehrmals gemacht, nicht ganz ein Dutzend Mal. Das ging immer schief. Jedes einzelne Mal. Machen wir nochmal ein extra Video, wird schön. Es sind sehr, sehr spannende Geschichten, da kann man viel über Haie lernen. Skandal um Rosie. Den gucken wir uns jetzt an. Also zum Rosie, dem Shark, findet man echt eigentlich echt einiges Abgefahrenes. So in so einem Tank, ne? Irgendwie hier das Maul so vorgestülpt. Jetzt informieren wir uns mal so ein bisschen. Und zwar wurde Rosie, der Shark, berühmt durch einen YouTuber. Und zwar durch Lucky MC. Aus einem Video: This wildlife park was closed down in 2012 due to offenses against the wildlife. Also es war ein Wildlife Park. Und den haben sie dicht gemacht 2012, weil man Verstöße gegen sicherlich das Tierschutzgesetz oder gegen die Haltung von Tieren gemacht hat. They also did not hold a license to display native animals to the public. Also sie hatten noch nicht mal eine Genehmigung. Due to the operator of this park not being able to obtain the license needed to run this park, they were evicted and surrendered all the animals to the RSPCA. Ah ja, RSPCA, das ist Umweltschutzorganisation, die Tiere aus schlechten Umständen rettet. Da mussten sie die also hingeben. Since then, this park has just been sitting. Nothing so far has been done with it. Also der Park wurde einfach zurückgelassen, nichts ist passiert. There is no news on if it's being sold or going to be turned into something else. Also nicht verkauft, niemand weiß, was damit passiert. The shark that is displayed is a 5-meter great white shark. Also der Hai, den er da drin gefunden hat, ist ein 5 Meter langer weißer Hai. It's dead, obviously. A taxidermy piece. Ich weiß nicht, ob das ganz richtig ist. Eine Taxidermy ist quasi ein ausgestopftes Tier, ein präpariertes Tier. Ich weiß nicht, ob es eine Taxidermy ist, ehrlich gesagt, weil er ist eingelegt, meines Wissens, in Formaldehyd. It died in 1998 in a tuna fishing net in South Australia. Also in Südaustralien gibt es weiße Haie, das wissen wir alle. 98 dort gestorben, dann präpariert und hängt in diesem Tank. It is being preserved in its tank in Formaldehyd. Formaldehyd ist eine ziemlich giftige Geschichte, ich glaube sogar krebserregend. Und ich musste als Student so Proben in Formaldehyd auswerten, fixieren in Formol und dann unter so speziellen Abzugshauben auswerten. Man durfte das gar nicht einatmen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch großartig benutzt wird. Ich gehe mal fast davon aus. Und ganz, ganz viele Proben von Tieren oder so, weil das sicherlich antiviral, antibakteriell, antifungial, sagt man das so? Es hilft, dass diese Proben nicht vergammeln, ne? So. Und dieser Lucky MC, wie auch immer er heißt, hier auf seinem Kanal, guckt mal, 16,6 Millionen Aufrufe, alter Schwede. Der hat so eine Abandoned Places Tour gemacht. Das kennt ihr schon vom Fritzchen und so weiter, ne? Und der Relodic ist da, glaube ich, auch so ein Lost Places Meister. Es gibt also immer wieder Leute, die in so Abandoned und Lost Places einbrechen. Erlaubt, unerlaubt. Who the fuck knows? Ist so eine richtige Szene, ne? Und da hat er Folgendes gefunden. So, alles Mögliche. Sieht natürlich katastrophal aus da drin. Da kann man sich schon vorstellen, wie das war, als da noch Tiere gelebt haben. Man hört auch schön den australischen Akzent. Boah, sieht das da scheiße aus. Alles Hottentotten. Ja, das geht die ganze Zeit so, das Video. Ich habe es schon ein bisschen reingeschaut.
Ich will euch damit jetzt nicht langweilen, aber hier, da kommt die Stelle. Da kommt die Stelle. Right, where are we? Guckt euch das an. What have we got here? Oh, what a weird looking tank. What a weird looking tank. It smells really rank in here, doesn't it? Oh. Also das ist ja jetzt nicht 40 oder 50 Jahre her, dass der abandoned wurde, also dieser Park. Er sieht so beschissen aus. Und dann findest du so einen riesigen Tank da drin. Das ist schon abgefahren, ey. Maybe it's just water. Bitte nicht testen oder trinken. Das wäre tödlich bis unangenehm. I don't know. I can't say it. So ziemlich trüb der ganze Mist. Ey, einfach zurück. Wer lässt denn einen weißen Hai zurück? Das ist doch... Den hätte ich mir doch zu Hause auf den Schreibtisch gestellt. Oh, what is this? Philip Island Giant? What the hell? Can you guys say that? I'm gonna turn my light off. Alter! Can you say that? Jawohl. Wow. Look in there. Holy Scheiße. Boah, das so als Erster zu sehen, das ist so scary, aber auch so geil, ey. That is creepy as. Creepy as. Come over here and see if you can see it on this angle. Wahnsinn, ja? Oh, you can sort of see it with the wall. Da sieht man auch das erste Mal das Auge, ja? Mach das Licht aus, das ist doof. Es muss gegenlichtig sein. Eigentlich müsste der Freund mit der Taschenlampe auf die andere Seite durchleuchten und dann würde man einen schönen Schuss kriegen. Das machen wir beim Tauchen übrigens auch. Wir nennen das den Silhouette Shot. So, Alter. Und jetzt einfach mal sich vorstellen, du wanderst in so einem Lost Place rum und siehst auf einmal einen 5 Meter langen, in Formaldehyd schwimmenden oder befestigten Hai in so einem alten Tank. Alter, schon ein bisschen freaky. Right, let's see what else we can find around this place. Das war's wohl schon. Also schon abgefahren. So, und dann habe ich ein Video gefunden. The Dark Truth Behind Rosie, the Abandoned Great White Shark von Inform Overload. Wir schauen mal rein. Meet Rosie, the 2-ton, 5-meter great white shark that was stumbled across by a YouTuber when he explored an abandoned wildlife. Also, hier ist ein Video, da lernen wir offensichtlich, was mit Rosie, dem Shark, was es damit auf sich hat. Ich bin gespannt, mehr Informationen zu kriegen, weil mehr weiß ich aktuell auch nicht, außer dass der YouTuber den gefunden hat. Der sitzt dort im Park. Was jetzt mit dem ist, weiß ich auch nicht, aber dieses Bild hat mich damals so fasziniert. Na, guck mal, was wir lernen. Park. She's taxidermied and her home was... She, also schon mal eine sie. A huge leaky tank filled with formaldehyde. Rosie has captured the hearts of people across the world. Who knew so many people would fall in love with a big stuffed shark? But hey... Ich. They did, and I'm going to tell you her story right now on IO. What is good? This is Inform Overload, the channel that brings you the biggest and most interesting viral news stories on the... Fällt eigentlich irgendjemand ihre Bluse auf? Wie geil ist die bitte? Also die Bluse? Da sind weiße Haie drauf. Blau auf schwarzem Grund. Brauche ich. Link, jetzt hier rein für mich diese Bluse. Ob die für Frauen ist, mir egal. Internet. I'm Charlotte Dobre. Hit that like and subscribe if you like my shark shirt and follow the IO team on Instagram. So. Rosie the shark, doo 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 doo. Rosie shark, doo 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 doo. Rosie shark! All right. Ich mag sie schon mal. Rosie the shark died back in 1998 after she was caught in a tuna fishing net in South Australia. Also, Rosie war also offensichtlich Beifang. Ne, das ist typischerweise... Wenn man Tunas fischt, das ist meistens so, dass ein Boot rausfährt, die haben Helikopter oder Drohnen, die gucken, wo die Tuna-Schwärme sind. Dann fährt man meistens mit einer Ringwade einmal drumherum, das Netz zieht sich unten zu und die Tunas sind da drin eingekesselt und gefangen. Und da ist natürlich auch ab und zu mal ein weißer Hai dabei oder andere Haie oder Seelöwen oder Delfine oder Wale, weil die fressen ja ganz gerne auch mal am Tuna. So, und da ist schon mal ein weißer Hai dabei. Das war nun offensichtlich Rosie. Initially she was on display at the Victorian Eco Center. She moved around for a while and was then placed at the Wildlife Wonderland Park in Bass, which is just south of Melbourne, Australia. Okay. Kept in a tank with a preservative known as formaldehyde, she called Wildlife Wonderland Park her home for 20 years. Luke McPherson uploaded a video 98 da rein, 20 Jahre, 2018, alles klar. Of Rosie the Great White Shark to YouTube in November of 2018. Luke had been a visitor of the wildlife park when Das ist er also, das ist also offensichtlich Luke. Mit diesem geilen, fies präparierten
widerlichen, ekligen, das sieht ja wirklich fies aus, Hai. Die Taxidermies von so Fischen, Haien und so weiter, die sind nach einer Zeit wirklich, wirklich nicht mehr schön. Ne? Das sieht wirklich schrecklich aus. Ich habe davon einige Haie schon gesehen, ganz viele andere Fische. Und das Abgefahrenste, was ich gesehen habe, ich weiß nicht mehr, in welchem Museum, ein Original-Quastenflosser. Ich weiß aber nicht mehr, war das im Haus im Wiener Naturkundemuseum? Ich bin mir gerade nicht sicher. He was young and he visited the park again in late 2018, but he never thought that he would come across a huge taxidermy shark in a tank. Rosie was completely preserved. One has to wonder why she was even left there in the first place. Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Also ein Präparat von einem weißen Hai lässt man hier einfach zurück. The green formaldehyde that was leaking out of Rosie's tank is extremely toxic. Apparently the fumes from Rosie's leaky tank were so strong that Luke could only be in that room for a minute. Hatte er vermutlich gemacht. Video he uploaded to YouTube has 11 million views at the time of this recording and for good reason. How crazy is that thumbnail though? Also, besser kann man das Thumbnail Game nicht beherrschen. Ich weiß ja, dass das, ich glaube Fritz hat immer gesagt, ne, 50-50 ist das so, also der Erfolg eines Videos liegt ganz ganz oft am Thumbnail, deswegen gibt sich Max, Kudos to him, auch immer so viel Mühe mit den Thumbnails auf diesem Kanal. Geiler kannst du es nicht machen. Rosie looks like a ghost shark. And it kind of looks like ja, ein Geisterhai im umgangssprachlichen Sinne, aber alle Zuschauer dieses meeresbiologisch angehauchten Kanals wissen natürlich, was ein Geisterhai ist. Eine Chimäre, also ein völlig anderes Tier, aber mit Haien verwandt. Scene from the apocalypse. Something about Rosie in this tank makes me feel like our oceans are gonna look like that sometime in the next few hundred years if we don't do something about it. But anyways, I'm not gonna bore you with my environmental concerns. Let's get back on topic, shall we? Social media absolutely exploded when images of Rosie started to go viral. Some people were demanding that something be done because she shouldn't have been abandoned the way she was. Ist auch dem Hai gegenüber rücksichtslos und vor allem die Scheiße läuft in die Umwelt, das ist wirklich richtig mies, ey. A Facebook page was started called Save Rosie the Shark that quickly garnered over 4,000 followers. It's amazing that so many people rally for a dead shark, but hey, that's the power of the internet for you. That's the power of a white shark, my friends. One of the main reasons why Rosie caught the public's interest was because there were a lot of people who were trying to break into the abandoned wildlife park. Okay. And these people weren't just out for a lovely stroll. Unfortunately, some even took it upon themselves to vandalize and destroy Rosie's tank. Vandals took the top off. Dieses Bild, alter Schwede, das ist so krass. Das ist das beste Thumbnail, was du auf YouTube ever benutzen kannst. Das ist wirklich geil. So wie Robert mit den Videotiteln vom Stream. Freunde, ich mache die Titel nicht, ich mache auch die Thumbnails nicht. Ich bin immer nur das Model für die Thumbnails. So, Alter, ich find's so geil. The tank releasing the formaldehyde even further, which is super dangerous, but also the formaldehyde would evaporate. The vandals also threw trash. Ja, das habe ich im Biostudium schon gelernt, dass alles, was mit Formaldehyd präpariert ist, super krass abgedichtet sein muss, weil das natürlich rausdiffundiert. Und in einigen Lehrstunden, wo wir die Präparate hatten, sind einige Studenten waren sehr lustig drauf. Her tank as well as a broken television, which is like, what was the point of that? Was that a statement? Are you the new Banksy or something? Poor dead shark. This is why we can't have nice things, guys. So it actually got. Oh, ich liebe diesen Satz im Englischen. This is why we can't have nice things. Immer wenn irgendwas kaputt geht oder so, ich liebe es einfach. To the point where local police were sending out warnings to people to stay away from the park. According to Ripley's Believe It or Not, if no one preserved the shark, more liquid would evaporate, her condition will worsen, and she will most likely be destroyed. Because of the evaporating liquid that escaped out of the top of the tank, Rosie was no longer fully submerged in the formaldehyde. Das ist schlecht. Dann geht sie natürlich kaputt. Alles, was nicht mit Formaldehyde bedeckt ist, wenn es ein nicht abgeschlossener Tank ist, geht es auf jeden Fall kaputt. Thankfully, enough people were concerned about the shark's well-being that Rosie has found a new home. Abgefahren. Ey, wisst ihr, woran mich das erinnert? Also sie hat offensichtlich ein neues Zuhause gekriegt. Das müssen wir mal angehen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich war, ey, da habe ich gerade bestimmt 20 Jahre nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war als Kind mit meinen Eltern irgendwo in Deutschland. Das muss kurz nach der Wende gewesen sein. Also ich war vielleicht, lass mich 7, 8 gewesen sein, keine Ahnung, 9. Also 30 Jahre her, auf einem großen Parkplatz, wo so eine Art Zirkuszelt gebaut wurde, angeschlossen an ein vielleicht 10 Meter, was passt auf so ein Flatrack, 12 Meter Containergröße, 12 Meter Containergröße Aquarium, wo Haie drin waren. Ein mobiles Hai-Aquarium. Und ich meine mich erinnern zu können, dass da Zitronenhaie und Ammenhaie drin waren. Und ein Taucher, der eine Show mit den Haien gemacht hat, kommentiert. Das sah so aus. Nur mit kleineren Haien.
Da muss ich mal reingehen, mal forschen, ob es das noch gibt, ey. Okay, Rosie wurde verladen. Has found a new home. Crystal World and Prehistoric Journeys in Meadows promise to restore Rosie's tank and do their best to restore Rosie. She will be on display at the Devon Meadows site at Crystal World, so everyone can go and see her. Naja, okay, aber wir haben schon mal ein bisschen mehr Info gekriegt über Rosie, den Shark, also die Sharkin. Wir wollen ja hier immer gendergerecht bleiben, oder was? Also Rosie ist offensichtlich jetzt hoffentlich wieder hergestellt und der Tank wurde repariert und so weiter und ist jetzt, hoffentlich kriegt sie einen schönen Platz, wo Leute sie angucken können und so. Finde ich schon echt geil, ey. Würde ich mir gerne mal angucken, die Rosie. Hätte ich Bock drauf. Finde ich schon cool. Wenn man schon einen weißen Hai ausstellt, dann doch bitte einen Toten, der mal irgendwo ins Netz gegangen ist und dabei leider gestorben ist. Es gibt, da denke ich immer an meinen Kumpel Enno aus dem Studium, Enno the Eeler. Der ist ein Aalforscher geworden. Übrigens, Enno, ich mache demnächst mal ein Video über Aale. Ich habe eine Anfrage bekommen. Und Enno, der Aalforscher, seinem Lieblingsjob war Thunfisch-Cowboy. Das sind nämlich die Typen, die auf den Thunfischfarmen oder Thunfischnetzen drauf sitzen, immer mit so einem Päckchen Zigaretten im Apnoe-Tauchanzug, so Cowboy-mäßig eine rauchen, sitzend auf diesen Pontons. Und dann rein diven und die Haie wresteln und die rausschmeißen, damit die den Thunfischen nicht gefährlich werden. Leute, das machst du mal mit einem 5-Meter-weißen Hai. Guten Appetit. Krass, Rosie the Shark, das war cool. Schön, wir müssen, Leute, ich darf mich nicht mal so aufregen, wir müssen einfach mehr Hai-Content machen. Dann läuft das ja auch.